Ja, wir schreiben Samstag, den 25.04.2020, mitten in der Corona-Pandemie. Und ich befinde mich hier am Heiligen Kreuz 24, ganz verrückte Geschichte. Und nehme mal so den Ist-Zustand auf, von allem, was hier gerade so abgeht. Ja, also einmal da, das neue Dachflächenfenster. Dies hier wird ein Schlafzimmer. Ja, richtig. Dann haben wir hier ein kleines Gäste-WC. Und es geht hier hinab, runter quasi, in den Wohnzimmerbereich, wo wir... Ach ja, diese Treppe ist echt benutzerfreundlich. So, ja, also Wohnzimmerbereich. Da denkt man jetzt erstmal, wie sieht das so aus? Und jetzt laufe ich hier mal eine Lampe um. Ja, also Parkettfußboden wird nur aufbereitet. Ansonsten bleibt das hier alles ganz hübsch und schick. Ja, da haben wir dann wunderbare Fensterfronten aus zum Heiligen Kreuz. Und wir begeben uns jetzt mal hier so in den Flurbereich. Ne? Ja, also Flur. Mal ein bisschen Licht reinkriegen. Das ist Flur. Ja, Flur. Badezimmer. Badezimmer wird einmal komplett neu gemacht. Ja, und wie man hier gerade auf dem Boden sieht, ich habe versucht, das Wasser wieder anzudrehen, nachdem ich davon ausgegangen bin, dass alle Leitungen auch entsprechend zugedreht wurden, aber es sind wohl nicht alle Leitungen zugedreht. Ja, also hier noch ein kleiner Riss in der Wand. Das ist halt ein altes Fachwerkhaus, ne? Kann das schon mal passieren. So. Ja, nun machen wir doch einfach mal weitergehen. Hier hätten wir das tatsächliche Gäste-WC. Kann man sehen? Ja, verrückt, oder? Ja, das wird einfach mal aufbereitet, weil irgendwie, das hat den Charme der 70er Jahre erhalten. Und ja, als Gäste-WC soll mal einer was sagen, ne? Ja, so. Kommen wir hier noch rein. Ein Raum mit einem etwas sehr schiefen Fußboden. Kann man das vielleicht irgendwie darstellen? Ach nee, das wird so schwierig. Ja, da sind wir noch am Hin und Her überlegen, wie wir das denn schön hinkriegen werden. Das wird Gästezimmer, Ankleidezimmer, irgendwie sowas halt, ne? Ja, und jetzt... Küche. Seit heute ausgeräumt. Leer. Einmal die ganze Küche leer gemacht. Ja, mit dem schönen Weg auf dem Balkon. Das ist, ja, wer hat das gedacht hier draußen? Ne? Dann gehen wir doch einfach nochmal weiter. So. Das ist hier quasi der Innenhof, wie man unschwer erkennen kann. Und das ist alles, was bisher so rausgeflogen ist. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden. Ja, ja, und jetzt... geht's quasi weiter. Nächster Step. Oh, hier, fast vergessen. Nigelnagelneue Weißhaupttherme. Auch schon drin. Was? So soll es sein. Ne? Ja, eine Wasserleitung schon neu gemacht. Ja. Tja, das war es dann erstmal für heute.
Und mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, also hier nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem leicht angewachsenen Müllhaufen. Ja, und irgendwann werden wir dann auch mal wieder nach da hinten durchgehen können. Kommt dann beim nächsten Mal.